So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gran Turismo 7. Das letzte Mal haben wir diese zwei Autos geholt. Das Menübuch 1 haben wir zu Ende gemacht. Jetzt gehen wir zurück in das Café. Weil da müssen wir hin. Das haben wir gemacht, wie ihr seht. Wunderbar. So, das haben wir abgeschlossen. Menübuch, hier oben steht's. Dann gehen wir hier raus. Gehen zurück auf die Weltkarte und schauen, was uns erwartet. Rein. Ich begrüße euch, dass ihr wieder alle mit dabei seid und hier am Start seid. Ich hoffe, ihr habt beim letzten Video viel Spaß gehabt und ihr freut euch auf weitere. Auf jeden Fall, ich habe Bock drauf, mir macht Spaß und rein in die nächste Runde. Auf geht's. So kann es weitergehen. Sammlung japanische Kleinwagen abgeschlossen. Hey, herzlichen Glückwunsch. Sie haben es geschafft, alle drei Autos zu bekommen. Danke. Damit ist diese Sammlung also komplett und ich kann Ihnen einige Geschichten über diese Autos erzählen. Dann machen Sie mal. Wir reden später weiter. Okay. Sehen wir uns diese Autos genau an und hören wir uns an, was Luca über sie weiß. Gut zuhören, das wird Ihr Wissen vertiefen und Sie neuen Entdeckungen führen. Das erste Roulette-Ticket, das Ein-Sterne-Ticket, meistens gibt es eh nur Geld. Aber wir lassen uns überraschen. Lizenzcenter ist offen, das ist gut, da können wir dann gleich die erste machen. So, da haben wir die Luca, die Stella und den Hideo Kama, Gakodama. Gehen wir mal zum Luca. Sammlung japanische Kleinwagen, Menübuch 1. Der Begriff Kleinwagen erklärt sich von selbst. Das sind Autos mit kürzeren Radständen und kleineren Innenräumen. Fahrerneulinge mögen sie, da sie leicht zu handhaben sind und sie toll für den täglichen Gebrauch eignen. Japanische Kleinwagen sind berühmt für ihre technischen Leistungen. Wie der Dieselmotor in diesem Demio der vierten Generation, er gilt als eins von Mazdas Meisterwerken. Außerdem der Honda Fit Hybrid der dritten Generation, das seinerzeit treibstoffeffizienteste Auto Japans. Und schließlich der Toyota Aqua, noch ein Hybrid, der eine hohe Kraftstoffeffizienz und ein tolles Handling mitbringt. Wie Sie sehen, haben sie viele Kleinwagen geschafft, zu absoluten Klassikern zu werden. Ja, nice. Stellen Sie, wenn ich das zu schnell alles lese, ne, ihr könnt ja dann das Video auf Stopp machen, könnt euch selber das nochmal durchlesen. Ich werde sowieso dann irgendwann nicht mehr alles vielleicht lesen, weil irgendwann wird das zu viel, auch für euch, denke ich. Ihr könnt dann das ja, entweder selber lesen, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Jetzt machen wir hier erstmal Menübuch 2. Stellen Sie Ihr Können im Lizenzcenter auf die Probe. Neues Menübuch erhalten. Die Lizenzen will ich natürlich komplett alle auf Gold haben. Die will ich natürlich alle auf Gold haben. Und da werde ich dann auch ein extra Video zu machen. Also ich werde eine extra Playlist wahrscheinlich dafür erstellen, dass man die ganzen Lizenzen zusammen hat. Dann könnt ihr euch das anschauen. Extra nochmal. Und meine ganzen Fails angucken. Auf jeden Fall egal. Geh mal rein. Auf geht's, komm. Lass uns reinstarten in das erste Lizenzdings. Für dieses Menü müssen Sie kein Auto sammeln. Stattdessen möchte ich, dass Sie sich das Lizenzcenter ansehen. Machen wir. Indem Sie Lizenzen im Lizenzcenter erwerben, können Sie Fähigkeiten verbessern, wenn Sie Probleme haben. Und als selbstbewusster Fahrer können Sie versuchen, in allen Herausforderungen Gold zu erreichen. Beginnen Sie, indem Sie in der ersten Herausforderung in der National B Lizenz Bronze oder besser erhalten. Sobald Sie Bronze in der Tasche haben, kommen Sie zurück und berichten Sie es mir. Machen wir. Das werde ich dann hier natürlich rausschneiden und das extra legen, nochmal das Video. Aber jetzt fahren wir erstmal. Lizenzcenter ist jetzt offen.
Dann machen wir das drauf. Ups. Verbessern Sie Ihre fahrerische Fähigkeiten. Schauen wir mal. Das ist das Lizenzcenter. An diesem Ort erlernen Sie die Fahrtechniken, die Sie benötigen, um Fahrzeuge unter Kontrolle zu halten. Und erwerben Sie Lizenzen, die Ihre Fähigkeiten bestätigen. Mit jeder bestandenen Prüfung erlernen Sie diverse Modus vor schnell weg. Hier können Sie auch testen, wie sehr sich Ihre Fähigkeiten verbessert haben. Trainieren Sie hier und in dieser Welt schneller und stärker zu werden. Okay. Willkommen im Lizenzcenter. Ich bin Daniel Solis, Ihr Coach für die National B-Lizenz. Das ist übrigens ein E-Sportler. Außerdem bin ich ein Gran Turismo-Fahrer aus der Region Nordamerika. Sie können hier Ihre Fahrkünste verfeinern, angefangen mit den Grundlagen wie Fahren, Lenken und Anhalten. Kommen Sie, wir probieren aus. Okay, wir probieren es aus. Da Tutorial. Gehen wir rein hier in die erste Lizenz. Auf geht's. Und warum? So, willkommen zum Tutorial. Lernen werden Sie alles über die Fahrhilfenfunktionen erlernen. Wir beginnen mit einer kleinen Demonstration. Sehen Sie den roten Bereich dort vorne auf der Strecke? Das ist ein Bremsbereich. Hier zeigt Ihnen an, dass Sie stark abbremsen müssen. Bremsen Sie, sobald Ihr Auto in den Bremsbereich kommt. Das Rot wird blasser, wenn Sie langsamer werden und sich für die Kurve erforderliche Geschwindigkeit annähern. Achten Sie auch auf die Kurvenausfahrt. Geben Sie nicht zu viel Gas, sonst kommen Sie von der Strecke ab. Aber ich mache das natürlich aus. Ne? Aber ich finde das gut, dass es das gibt, dass man sich die Demonstrationen anschauen kann. Auch die Bremsanzeige zeigt Ihnen an, wann Sie abbremsen müssen. Wenn sie aktiviert ist, färbt sie sich langsam rot, während Sie sich einer Stelle nähern, an der gebremst werden muss. Sobald sie anfängt zu blinken, ist es Zeit zum Bremsen. Die rote Zahl neben Ihrem aktuellen Gang zeigt Ihnen die empfohlene Gang an. Diesen Gang sollten Sie für die nächste Kurve anpeilen. Es ist auch ein nützlicher Hinweis, ob Sie langsamer werden müssen. Wenn man eine Strecke zum ersten Mal fährt, ist es schwierig, die richtige Linie zu wählen. Nicht wahr? Das ist richtig. Dabei kann die Ideallinienhilfe äußerst gute Dienste leisten. Die Kurven markieren und werden Sie in den Kurven unterstützen. Sie zeigen Ihnen, wann einzulenken ist, wo die Mitte der Kurve, der Scheitelpunkt liegt und wo die Ausfahrt beginnt. Behalten Sie diese Markierungen beim Fahren im Auge. Die Ideallinie ist ebenfalls ein hilfreicher Indikator. Sie zeigt die perfekte Rennlinie auf der Strecke, also behalten Sie sie beim Fahren im Auge. Dies ist das Multiplikationsdisplay, auch MFD genannt. Es zeigt diverse Informationen zur Fahrt auf verschiedenen Bildschirmen an, zwischen denen Sie wechseln können. Verfügbar sind die Streckenkarte, ein Radar für die Autos und ihre Nähe, der Wetterradar und mehr. Im MFD können Sie auch das Traktionskontrollsystem einstellen, das verhindert, dass Ihre Reifen durchdrehen. Und außerdem die Bremsbalance. Wechseln Sie zwischen den Bildschirmen, um sich alle Informationen anzeigen zu lassen. Also dann, ich glaube, Sie sind reif für die Strecke. Okay, ich werde mir das jetzt kurz ausmachen. So, jetzt kann ich wahrscheinlich auch Geisteinstellung, die lassen wir an. Noch. Die muss ich dann noch auf eine Taste belegen. Hier Anzeige Cockpit muss ich machen.
Cockpit anpassen. Und zwar die Höhe. Wir gehen nach da. Und das hier brauchen wir ein bisschen zurück. Genau. Dass wir den Rückspiegel besser sehen. Dann brauchen wir den Geist, der ist an. Fahrname, bla bla. Fahrhilfen hier. Getriebe manuell, Traktionskontrolle ist so hoch, das mache ich nachher aus. Bremsanzeige aus. Ich kann das gar nicht ausschalten, warum? So kann ich das nicht ausmachen. Ja, das machen wir sowieso. Stabilitätskontrolle. Gegenlenkhilfe. Nein, nein, das brauchen wir nicht. Aber wieso kann ich das andere nicht? Ich will die ausmachen. Ernsthaft. Warum geht das nicht? Ja gut, dann ist es so. Schalten vergessen, weil das bringt mich durcheinander, das hier. Jetzt müssen wir erstmal dran gewöhnen. Ja. Das war mir klar, dass es nichts war. Gut gefahren. Ich würde Ihnen empfehlen, die Fahrhilfen eine Weile lang zu nutzen, während Sie sich zurechtfinden. Nee, das kann ich nicht. Ich komme voll durcheinander hier. Wenn Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, können Sie lernen, ohne sie zurechtzukommen. Suchen Sie zum Beispiel nach Orientierungspunkten auf der Strecke, die Ihnen signalisieren, wann Sie bremsen sollten. Das findet man selber raus, bisschen Übung. Das könnte etwa Randstein an der Strecke oder Streckenposten sein. Nach einer Weile geht Ihnen das ganz natürlich von der Hand, ohne Unterstützung. Und deswegen machen wir das von Anfang an, weil man das einfach eher lernt. Sonst hat man immer diese Dinger da im Kopf und... Okay, also das sind die Lizenzen. Das, okay, das will ich auf jeden Fall aber ausschalten. Ja, gehen wir rein da. Ich habe jetzt überlegt, aber wir brauchen das ja für das Café, aber ich habe jetzt überlegt, ob wir das in der neuen Folge machen, aber das ist Quatsch. B1 heißt starten und anhalten. Sie müssen von der Linie weg beschleunigen und im Zielbereich stoppen. Ja, das können wir. Ganz ruhig fahren Sie einfach weiter, geradeaus. Ja, einfach an die Wand. Und suchen Sie sich etwas am Streckenrand aus, das Ihnen als Hinweis zum Bremsen dient. Wenn Sie diesen Punkt erreichen, steigen Sie in die Eisen, bis Sie zum Stehen kommen. Alles klar? Dann mal los. Okay, aber jetzt gehen wir hier erstmal in die Einstellungen, weil das, da können wir das, glaube ich, nämlich ausmachen. Okay.
reinhelfen. Hier. Ach, ein Info anzeigen. Ach so, Info, ich habe reinhelfen. Okay, warte mal. Anzeige der Fahrerliste. Fahrzeugnamen. Das regt mich jetzt auf. Warum geht das nicht? Vielleicht kann man das doch im Game machen. Wir gehen jetzt einfach mal da rein. Egal, ich probiere das jetzt hier. Wenn es wieder nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Ich kann das tatsächlich nicht ausmachen. Ach, die ist aus. Ideallinie ist aus. Autopilot aus. ABS lassen wir Standard. Aber das muss ich auf Traktion machen. Hier Traktion nochmal 1. So, auf geht's. Jetzt schauen wir mal, nochmal bremsen. Zack, hier. Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch zu Gold, das war ziemlich genial, absolut perfekt, Dankeschön. Verlassen. So, dann haben wir das auch. Dann haben wir unsere erste Lizenz schon auf Gold, super, freut mich. Gut. Dann gehen wir raus und wieder zur Streckenkarte und ab ins Café. Dann geben wir das ab, was wir gemacht haben. Nicer, nicer. Und dann schauen wir uns das Ticket an. Gut gemacht. Sie haben auf meinen Rat gehört. Ich nehme an, Sie haben bereits Daniel Solis und die anderen Ausbilder im Lizenzcenter kennengelernt. Sie nehmen alle an den Gran Turismo Championship teil. Daniel zum Beispiel, der Ausbilder für die National B-Lizenz für dritte USA. Sie können die Ausbildung auf Gran Turismo live in Aktion sehen. Jetzt sollte ich Ihnen besser Ihre Belohnung überreichen. Greifen Sie nur zu. Dankeschön. Ein Weltstreckenrennen ist verfügbar. Goodwood, Vereinigtes Königreich. Dann Brands Hatch, geile Strecke. Das freut mich. So, Menübuch 3. Geht ja voran hier. Das würde ich sagen, das machen wir noch. Das sind nämlich nur die drei Autos. Auf jeden Fall machen wir das rein. Auf geht's. Mein Plan ist dieses Mal, dass die klassische europäische Kleinwagen sammeln. Alle drei Fahrzeuge wurden in den 60er Jahren in Europa gebaut und sind bis heute äußerst beliebt. Ein Teil ihres Charmes beruht auf ihrem Interieur, das ganz anders ist als bei den Hightech-Autos von heute. Viel Glück da draußen. Ich werde Sie anfeuern. Danke. Stabiler Mann. So, dann nicht lang schnacken. Rein ins Auto und rauf auf die Strecke. Und rein da. Ich denke mal, dass wir nach England müssen. Nach Italien, England und... Okay, wir haben zweimal England, genau. Da Autodromo Lago Maggiore. Den bin ich so selten gefahren, ne? Aber egal, hau mal rein. Oh Gott. Also egal, start mal rein. Ach, mit dem geht es easy. Ja, da sind wir gleich durch, glaube ich. Das ist halt voll überpowered. Ich denke, da ist der jetzt voll überpowered, der Wagen. Na egal. Hilft er nicht. Dann rein da. Seitenspiegel besser.
Beispiel das erste hätten wir schon mal geschafft. Wir sind natürlich voll überpowered mit denen gegen die anderen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Bei denen kannst du nicht in die Kurve bremsen. Da musst du wirklich runtergehen und dann einlenken. Was habe ich denn da? Traktion? Okay, deswegen. Und da wieder rein. Weil ich bin einfach gewöhnt, über Cockpit zu fahren. Das schon seit Jahren. Aber bei Gran Turismo kam das erst später. Da habe ich angefangen bei Sport, glaube ich. Ich hätte so Bock, sogar alle Teile nochmal durchzusuchen. Ne? Das war so genial. Von dem Dreier war ich damals überhaupt nicht begeistert, Gran Turismo 3. Und dann habe ich mir das bei einem YouTuber wieder angeschaut, der hat das nochmal gestreamt und habe mir gedacht, okay, Andy, warum hat er das nicht gefallen? Ne? Kann mich halt nicht dran erinnern. Da muss man halt dann gucken, dass man das Video ein bisschen aufbereitet, dass man das nicht so, aber nostalgisch bleibt. Sondern aber nicht so extrem schlecht von der Grafik ist, sondern dass man schon sieht, das war von damals, aber dass man das ein bisschen besser macht, das Video einfach verbessert. Das wäre eine Idee wert, da hätte ich richtig Bock drauf, dass man alle nochmal durchsuchtet. So. Dann hat man den hier. Das ist Autonetz. Der Fiat 500. Mein Gott, waren das Zeiten. Heute eine Rarität. Geiles Auto übrigens. So, dann machen wir das nächste. Ich hab Bock auf Brands Hatch. Auf geht's. Zwei Runden wieder. Und Start. So ist es eigentlich ein schönes Auto, ne? Der Toyota Aqua. Aber mit, der ist halt noch ein Hybrid. So. Da müssen wir halt auch wieder überlegen, ne? Da müssen wir bloß halt überholen, müssen wir gucken, wo wir das immer machen. So. Das ist aber definitiv eine sehr geile Strecke. Wusste ich nicht mehr, die Seite erfährt. So, danke schön. Ich habe gerade einen Tick zu früh gebremst gerade. So. Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir die holen hier, die zwei. Boah, wohin? Eieieiei. Ein bisschen Zeit. Aber das wird nichts, das machen wir nochmal.
Da hat mich der Reisebus, wollte ich schon sagen, der VW-Bus, der Bulli, der hat mich aufgehalten in der ersten Runde. Da kam ich gar nicht dran. Egal, das ist noch normal. Das machen wir definitiv normal. Den Ball haben wir gegen den Keeper. So. Das machen wir normal. Da hat mich der echt aufgehalten, der Rufus am Anfang. Aber egal, auf geht's. So. Natürlich war natürlich auch das Rausfahren, ne, in der Kurve. Aber da wusste ich halt nicht, wo die hinfahren. Ne? Aber ich werde die zwei wieder nicht kriegen, glaube ich. Die sind schon weit weg, ne? Wenn man noch die Trackline sieht, dann. Das ist das Auto weggesprungen. Okay, das werde ich auch vielleicht noch mal machen. Ich will immer in die Kurve bremsen, aber mit dem geht das nicht. Das vergesse ich daran, dass das mit dem nicht funktioniert. Na egal, ich mache das offscreen. Ach so, da war nur noch einer. Okay. Wo ist denn der gewesen, der andere? Aber wisst ihr was, wenn es so ist? Ich habe gedacht, wieder Dritter. Wenn es so ist, dann machen wir das direkt nochmal hier. Auf geht's, komm. Kann nicht angehen. Los, los. Das ist so wild. So, schauen wir mal, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Es könnte das sein, dass wir den erwischen. Sieht gut aus, nehme ich. Kann man keinen Fehler erlauben jetzt. Aber ich glaube, diesmal funktioniert es.
Komm schon, komm aus dem Sack hier. Da ist das Arsch. Oh, der kommt nicht aus dem Arsch. Da komm schon, mit Arsch lecken. Komm schon. Nein, nein. Das kann es nicht angehen. Ne? Boah, das mache ich jetzt gerade so Dings, ne, dass ich nichts. Warte, jetzt komm, jetzt machen wir das nochmal. Komm schon, das gibt's doch gar nicht. So, Nummer 4. Ach, das muss sein, ne? Bei Gran Turismo muss sein, da muss man auch die Welt sehen. Nicht immer nur das Gute. Er schiebt halt wie Sau, ne? Das ist halt. So, auf geht's, go. Okay, das war Bullshit. Nummer 5. Jetzt habe ich zu spät gebremst. Okay. Nochmal. Nummer 6. Kommt ja schon gut an. Ah, ist cool. So. Mehr Konzentration. So, das sieht doch schon besser aus. So, das sah gar nicht so schlecht aus. Der braucht halt so lange, bis der aus dem Arsch kommt, ne? Also diesmal gelingt uns das auf jeden Fall. Das war gar nicht schlecht. Das kriegen wir hin. Boah, diese Kurve, ne? Die ist pervers. Ja, jetzt habe ich mich selber in den Arsch getreten. Ne? Jetzt habe ich es wieder verkackt. Oh mein Gott, da wollen wir gar nicht weiterfahren eigentlich, das haben wir schon verkackt. Boah, der kommt nie aus dem Pott, ne? Nee, das wird nix. Normal, Nummer 7. Unglaublich. Nur der eine verbremst, der war's. Der hat mich aus dem Rennen genommen. Da kommen wir vor, als fällt der in so ein Turboloch. Dann kommt er nicht mehr raus, dann braucht er so lange, bis er auf Drehzahl kommt. Jetzt habe ich mich verbremst.
Aber jetzt bitte, ne? Das kann ja nicht sein. Aufpassen. Wird die Kurve sehr, sehr eng. Wir sind schon an dem vorbei, super. Nice, nice, nice. Was für eine schwere Geburt das war. Ich habe mich das auch dämlich angestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Wie dumm. Naja, egal, aber egal, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Rest ist scheißegal, wir haben es geschafft. So. Fehlerfreies Fahren, naja, ich weiß nicht. Achso, die denken wahrscheinlich an Unfälle und Rausfahren von der Strecke und sowas. Okay. Nice, nice. Ich freue mich, dass ich das geschafft habe, dass wir das geschafft haben. Jetzt haben wir dieses Auto auch. Wir können dieses Menübuch abgeben. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo kostenlos ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.